So, Kai Gottschalk, vielen, vielen Dank. Wie Sie sehen, wir haben ein ziemlich großes Spektrum, das wir abdecken in unserer Jugendpartei. Aber kommen wir gleich zum nächsten Redner. Also bevor ich das mache, möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben auf allen Plätzen sind so kleine Kärtchen mit Kugelschreiber. Wir machen im Anschluss eine Podiumsdiskussion, wo dann letztendlich auch Fragen an die hier anwesenden Redner heute gestellt werden können. Sie können dort Ihre Fragen schon vorab formulieren und dann bei der Frau Uhlenbrock hier vorne am PC, hier rechts, dann abgeben. So, sehr geehrte Damen und Herren, der nächste Redner an diesem Abend ist innerhalb unserer jungen Partei einer derjenigen, welcher sich in seinem unermüdlichen Einsatz für Deutschland nicht nur in Nordrhein-Westfalen einen Namen gemacht hat. Er ist ein Parteisoldat. Sein Ideenreichtum ist beinahe legendär. Aber im Gegensatz zu Politikern anderer Parteien setzt er seine Ideen auch stets um. Und zwar in die Tat. Er ist derjenige, welcher den richtigen Riecher hatte, als er Guido Reil in die AfD holte. Als Kreissprecher in Essen hat er einen der größten Kreisverbände im Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen mit seinem Einsatz weit nach vorne gebracht. Als Kollege im Bezirksvorstand Düsseldorf war er stets vermittelnd und sehr kreativ. Wer ihn kennt, weiß, dass auf ihn immer dann Verlass ist, wenn Not am Mann ist und einer, der sich gerne für andere einsetzt. Dies tat er zum Beispiel auch, als Guido Reil mit nicht unerheblichem Lampenfieber zu seiner ersten Live-Sendung ins ARD-Hauptstadtstudio zu der Sendung Hart aber fair mit Frank Plasberg eingeladen wurde. Spontan wie er ist, überlegte er nicht lange, ob er Guido Reil zur geistig-moralischen Unterstützung in die Sendung begleiten würde. Auch ich überlegte nicht lange, als er mich dann fragte, ob ich mitkommen würde. Dieser Tag mit Stefan Keuter in Berlin wurde für mich zu einem ganz besonderen Erlebnis in der AfD. Stefan Keuter, wenn ich jetzt einfach sage, du bist mehr als ein Parteifreund, ich denke, dann habe ich es richtig getroffen. Herzlich willkommen, Stefan Keuter. Ja, mit Burkhardt und auch mit der AfD hier in Krefeld verbindet mich eine ganze Menge. Ich bin immer sehr gerne hier und es ist schön hier zu sehen, dass wir, obwohl gerade schon eingegangen sind, vor vollem Haus hier sind. Das zeigt, dass die AfD auch hier, Burkhardt, in deinem Kreisverband fest verankert ist. Ja, ich denke auch gerne daran zurück. Wir sind damals ganz spontan nach Berlin gefahren und da habe ich gemerkt, was für eine Macht die AfD damals schon hatte. Ich weiß, Guido Reil hat sich zur Wehr gesetzt gegen Herrn Altmaier. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Wir saßen am linken Rand, eigentlich gar nicht im Kamerafeld. Und ein lautes Lachen unserer Seite brachte ihn dann aus der Fassung und Guido hat losgezogen. 1:14, legendär. Und ja, ich glaube, ich hatte einen richtigen Riecher. Es war nicht immer leicht, einen Sozialdemokraten in die AfD zu holen. Einen Sozialdemokraten, der eigentlich mit einer konservativen Partei erstmal wenig zu tun hat. Da bin ich eines Besseren belehrt worden. Guido Reil sagt, der Sozi ist strotzkonservativ. Und was in Deutschland die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte abgegangen ist, ist nicht mehr zu verantworten. Aber darüber wollte ich gar nicht sprechen. Das war deine Anmoderation, Burkhard. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Einladung. Danke, dass ich heute im Wahlkampf vor Ihnen, vor euch sprechen darf. Und wenn wir im Wahlkampf sind, dann müssen wir uns auch mal den politischen Gegner angucken. Wir fangen mal mit der SPD an. Da gibt es nicht viel zu sagen. Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir als blinder Passagier oder so ähnlich. Na, ich bin da nicht ganz so textsicher, aber ich glaube, über die SPD braucht man nicht viel sagen. Wenn jemand am Boden liegt, sollte man nicht nachtreten. Und wenn ich mir den Herrn Schulz angucke, wenn ich mir den Herrn Schulz angucke, damals ein Mitschnitt, wo ein Werbevideo produziert wurde, ruft doch noch mal. Ja, was soll sie rufen? Martin, ruft doch Martin. Ja, sie haben es gerufen, es hat nichts geholfen. Es hat einen kurzen Hype gegeben, ein Aufbäumen der Sozialdemokraten, die ihre Wählerschaft Jahre, Jahrzehnte lang verraten und verkauft hat. Es hat nichts gebracht, der Zug ist abgefahren. Wir machen einen Haken an die SPD.
zu den Linken. Bei den Linken werde ich richtig aggressiv. Ich war letztens auf einer Podiumsdiskussion eingeladen. Da saß ein linker Bundestagskandidat neben mir, der Einzige, dem übrigens den Handschlag verwehrte. Mit sowas bin ich sehr nachtragend. Der zum Thema soziale Gerechtigkeit allen Ernstes sagte, man müsste die Gutverdiener besteuern und warf Steuersätze von 75% in den Raum. Ich konnte nicht mehr an mich halten. Ich bin gelernter Banker und ich habe dem jungen Mann dann im Podium mal erklärt, wie sowas funktioniert und wie schnell das Geld weg ist und dass dann nichts mehr zum Verteilen übrig bleibt, wenn man nicht, und jetzt kommt das ganz böse Wort, die Leistungsträger in diesem Land fördert und Rahmenbedingungen für die Leistungsträger, die die Steuern erwirtschaften, die Arbeitsplätze schaffen, die dieses Land am Leben erhalten, wenn wir da keine Rahmenbedingungen für schaffen. Der war sprachlos. Das Einzige, woran er sich dann richtig hochzog, war Leistungsträger. Das hat ihm nicht gepasst. Ein Leistungsträger, sagte, der Aufstocker, der einen Euro mit in dieses Sozialsystem einzahlt, der Steuern zahlt, das ist genauso ein Leistungsträger wie jemand, der 1000 Arbeitsplätze schafft. Auf dem Niveau habe ich nicht mehr weiter mit ihm diskutiert. Lassen Sie uns bitte einen Haken an die Linken machen. Auch dieser Zug ist abgefahren. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Die FDP. Unglaublich. Alle 3 Minuten verliebt sich ein Liberaler in sich selber. Wo wir gerade bei der Zahl 3 sind. Junger Mann, da vorne, nennen Sie mir mal bitte 3 führende Bundespolitiker der FDP. Danke, das war die Musterlösung. Lindner, Lindner, Lindner. Also unglaublich, was der Mann schafft. Spitzenkandidat NRW, Fraktionschef hier, die One-Man-Show im Bundestagswahlkampf und wird gehypt durch insbesondere durch die Welt. Weiß jemand übrigens, wer die stellvertretende Chefredakteurin der Welt ist? Ja, seine Frau. Ja, so ist das. So funktionieren die Medien heutzutage. Also wenn ich den sehe, wenn der an sich runterschaut, das Unterwäschemodel Lindner. Das ist das Copyshop 2.0. Der macht sich gerade die ganzen AfD-Themen zu eigen. Ich meine, ich bin ja froh, also ich sag mal, ich denke, dass der mündige Bürger sehr wohl die Kopie vom Original unterscheiden kann. Und wenn man mal guckt, wie lange die FDP mit in Regierungsverantwortung war, wie oft das Zünglein an der Waage und was für ein Unfug da politisch gemacht worden ist, dann brauchen wir auch über die FDP nicht mehr lange zu diskutieren, weil so dumm ist der Wähler nicht. Ja, die Grünen, da brauche ich nichts mehr zu sagen. 5% bye-bye, auf Wiedersehen. Die Grünen haben keine Daseinsberechtigung mehr. Haben Sie mal eine gehabt, haben Sie diese als Verbotspartei Deutschland aufgegeben und verspielt, meine Damen und Herren. Wenden wir uns dem eigentlichen Problem dieser Republik zu. Das Merkel. Ich sage nicht die CDU, sondern absichtlich unsere Bundeskanzlerin, die dieses Land in den letzten Jahren in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Da kann ich mich in Rage reden und da werde ich aggressiv. Wenn ich die Wahlplakate der CDU sehe, für ein Land, in dem man gut und gerne leben kann, wer bitte und wie leben? Ein paar Fakten. Ist immer schwierig, so Zahlen, das ist ziemlich trocken, aber wir lassen uns das jetzt mal auf der Zunge zergehen. Merkel, Machtergreifung 2006 bis 2016. Die Armut ist um 12% gestiegen. Der Strompreis ist in ihrer Amtszeit um 50% gestiegen. Mit unabsehbaren Folgen für die deutsche Wirtschaft, für die Haushalte. Und da steht das Plakat, Strom darf kein Luxus sein, meine Damen und Herren. Die Kinderarmut um knappe 10% gestiegen. Teilzeit, Leiharbeit, Minijobs gestiegen in ihrer Amtszeit um 31%.
31%, ein Drittel mehr. Noch sagen, Mensch, das ist ja eine Flexibilität für die Wirtschaft. Ja, das mag sein, aber irgendwo sind Grenzen für Familien, für junge Familien, die Kinder in die Welt setzen wollen, die vielleicht Eigentum erwerben wollen, die in Würde leben wollen, die eine Familie ernähren wollen, vielleicht mehr als ein Kind haben wollen. Da ist man schlagartig arm. Man kriegt keine Darlehen bei einer Bank, wenn man mit einem Minijob oder mit einem befristeten Arbeitsverhältnis kommt. Das sind unabsehbare Folgen. Und hier wird ein Volk in die Armut gestürzt, meine Damen und Herren. Man wirft uns ja vor, die Ein-Themen-Partei zu sein, nicht mehr die Europartei. Wir sind die Partei der Migrationskrise. Ja, das ist ein riesiges Problem in Deutschland. Die nächste Zahl, die ich präsentiere, die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen, ist in der Ära Merkel um satte 84% gestiegen. Ein Land, in dem ich sicher, gut und gerne leben will. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, hart gearbeitet hat, wer Kinder großgezogen hat, wer ein Leistungsträger, in welcher Form auch immer, in dieser Gesellschaft war, der darf nicht in Armut darben und in Armut sterben. Die Altersarmut ist um 56% gestiegen. 56%, bitte einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir kommen zur Staatsverschuldung. Deutschland ist so ein reiches Land. Das Vermögen des durchschnittlichen Deutschen beträgt knapp über 50.000 Euro und ist damit in der EU ganz weit hinten. Selbst der Grieche hat im Schnitt 80.000 Euro. Wir sind reich, ja, reich auf dem Papier. Viele Länder schulden uns Geld. Sehen wir dieses Geld wieder? Sehen wir Geld von Griechenland wieder? Ich bin sicher, dass es einen Schuldenschnitt nach der Bundestagswahl geben wird, meine Damen und Herren. Und dann sind hier mal eben 80 Milliarden weg. Der Martin hat es eben angesprochen. Die Target-Salden, ja, das ist ein ziemlich uncharmantes Thema, lässt sich schlecht vermitteln. Da wird Geld abgeschöpft. Das ist nicht wirklich greifbar. Da verschwinden Milliarden. Das ist ein Milliardengrab. Da wird innereuropäisch verrechnet. Wir verkaufen Waren, wir kriegen kein Geld. Wir gewähren Darlehen, das wird über die EU verrechnet. Und das sind Blankodarlehen, die wir pleite Staaten gewähren, Geld, was wir nie wiedersehen werden und wo wir einen Riesenballast unseren nachfolgenden Generationen an Schulden mitgeben wollen, weil unsere Regierenden im Moment die Augen vor dem Problem schließen und nicht wirklich an Lösungen arbeiten, meine Damen und Herren. Die Staatsverschuldung um 30% gestiegen. Jetzt dürfen wir nicht immer so auf dem Merkel-Regime rumhacken. Es gab nicht nur überall Pluswerte, wie wir es gerade hatten. Es gibt auch einen Minuswert, den wollen wir nicht unerwähnt lassen. Das Rentenniveau ist um 8% gesunken. Katastrophal. Ich werde aggressiv, wenn ich diese Zahlen mir verinnerliche und lese. Ich habe die gesehen, ich konnte die nicht glauben. Ich habe mir die Quellen angeguckt. Das sind deutsche Statistiken, größtenteils von Bundesbehörden ausgegeben. Da werde ich ärgerlich, da werde ich aggressiv. Ich komme aus dem Finanzbereich, ich komme aus der strategischen Unternehmensberatung und meine Aussage, was ich hier sagen werde, wofür ich stehe, wofür die AfD steht, ist, wir brauchen eine Strategie für Deutschland. Wir brauchen keine Flickschusterei, wir brauchen keine Löcherstopferei. Wir brauchen keinen blinden Aktionismus, wenn es darum geht, nach einer Atomkatastrophe in Fukushima die komplette deutsche Energieversorgung mit einem Handstreich vom Tisch zu wischen, unsicher zu machen und in einem Alleingang dieses Land in eine Richtung zu lenken, was existenzbedrohend für unsere Wirtschaft sein kann, meine Damen und Herren. Diese Regierung hat abgewirtschaftet. Wir brauchen eine Strategie. Ich habe damals gelernt, ich muss ein Ziel formulieren, wo ich hin möchte. Und dann gucke ich, wo ich im Moment stehe. Und dann muss ich zusehen, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Und auf diesem Ziel müssen Entscheidungen getroffen werden. Diese Entscheidungen sind nicht immer populär.
Diese Entscheidungen sind manchmal schwer zu vermitteln. Diese Entscheidungen tragen vielleicht nicht immer sofort Früchte. Aber meine Damen und Herren, verdammt nochmal, lassen wir uns den Beruf des Politikers wieder ehrenhaft machen. Ein Mann, der für seine Überzeugung und sein Wort steht und diese Ziele umsetzen will. Für uns, für unser Land, für unsere Kinder. Damit soll es eigentlich im Moment gut sein. Ich will mit der Raute nicht weiter abrechnen. Die Chance haben wir, die Chance habt ihr. Am 24.09. holen wir uns unser Land zurück. Das ist eigentlich gar nicht das Thema, über das ich heute sprechen wollte. Ich wollte über das Thema Wahlfälschung sprechen. Extremst wichtig. Wir haben die Landtagswahl gehabt. Wir hatten Prognosen der AfD, die lagen so um 10%, über 10%. Was haben wir letztendlich erzielt? 7,4%. Und ich hatte so ein ganz komisches Gefühl. Ich habe gesagt, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich habe ein paar Hinweise bekommen, wo ich gesagt habe, hier sind Ungereimtheiten, das Ergebnis kann nicht stimmen. Und die Ergebnisse haben sich verdichtet. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die mir auch zeugenschaftliche Erklärungen gegeben haben, an mich als Kreissprecher. Kamen einige Informationen. Es sind sehr viele Informationen auf der Landesgeschäftsstelle aufgelaufen. Ich habe da nachgebohrt, habe diese Datensätze, diese hunderte von E-Mails erhalten, die mit viel Unterstützung gesichtet. Und ich war mir sicher, bei dieser Landtagswahl ist massiv betrogen worden. Und zwar zu Lasten der AfD. Es war damals eine relativ große Unsicherheit da, wie gehe ich damit um, wird die Landespartei tätig. Das war eine Situation, das passte nicht in mein Weltbild rein, meine Damen und Herren. Eine Wahl in Deutschland wird manipuliert, die Ergebnisse werden beeinflusst, wie das vielleicht aus Dritte Weltländern und Schurkenstaaten bekannt ist. Ich weiß, wir hatten damals hier eine Veranstaltung in Krefeld und ich habe gesagt, ich werde Einspruch gegen das Ergebnis der Landtagswahl einlegen. Und ich habe mich damit weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe gesagt, ich mache es. Was das Land macht, müssen wir mal gucken. Da war große Unsicherheit. Und ich habe die Zettel dabei, die Unterschriften, die zu großen Teilen hier aus Krefeld stammen. Ihr wart mit die Ersten. Ihr habt mich bei diesem Vorhaben unterstützt. Es mussten Unterstützerunterschriften dafür gesammelt werden. Die habe ich letztendlich nicht gebraucht, weil auch das Land sehr koordiniert vorgegangen ist. Wir haben hinterher ein Team gehabt, das auch die Pressekonferenz abgehalten hatte, um unseren Landessprecher Martin Renner, den Dr. Espendiller, seines Zeichens Mathematiker, unseren Anwalt Christian Bill, der eine hervorragende Einspruchsschrift formuliert hatte, und meiner Person. Wir haben einen Einspruch formuliert, der es in sich hat, meine Damen und Herren. Über diesen Einspruch werden mit Sicherheit der Landtag, gegebenenfalls noch Gerichte, sich damit befassen. Ich möchte mit ganz großer Deutlichkeit aufgrund meiner Erkenntnislage der Hunderte von Zuschriften, die wir erhalten haben und der zeugenschaftlichen Erklärung sagen, die AfD ist bei dieser Wahl massiv betrogen worden, die Partei ist aus meiner Sicht um mehr als ein Mandat betrogen worden und die politische Landschaft in Düsseldorf gehört anders aufgestellt, als sie im Moment dort vertreten ist. Und so wahr ich hier stehe, dagegen werden wir kämpfen, bis wir ein höchstrichterliches Urteil haben, wenn nicht vorher der Landtag einlenkt. Diese Information hat auch die OSZE bekommen. Irgendwann kriegte ich dann einen Anruf. Bitte alle Unterlagen, die ihr habt, sofort nach Berlin schicken. Wir haben die OSZE zu Gast. Man kann jetzt lange darüber diskutieren. Die OSZE wird 50 Beobachter zur Bundestagswahl entsenden. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein Zeichen, dass ein Hilferuf aus Deutschland, so sehe ich es, gehört worden ist. Und es ist ein Zeichen und eine Mahnung an alle die, die dort an den Uhren sitzen, die hinterher auszählen, macht es ordentlich, wir haben ein Auge da drauf. Nicht nur die OSZE, jeder Einzelne von uns. Ich möchte damit einen Aufruf verbinden. Geht am 24.09. nach der Bundestagswahl. Wenn die Türen um 18 Uhr geschlossen sind, werden sie anschließend wieder geöffnet. Der Wahlgang muss einmal offiziell beendet sein. Geht dorthin, die Auszählung ist öffentlich. Ihr dürft da hingehen, nicht fotografieren, niemanden stören, keine Wahlzettel anfassen.
geht hin, schaut den Leuten über die Schulter. Die Möglichkeiten, Wahlbetrug zu begehen, ich nenne es mal so hart, Wahlbetrug, liegt in erster Linie darin, dass Zettel ungültig gemacht werden. Oder man sagt, der Wählerwille ist nicht klar zu erkennen, der Zettel ist ungültig. Das ist die erste Möglichkeit. Achtet darauf, dass nach Möglichkeit kein Auszähler einen Stift in der Hand hat. Zum Auszählen brauche ich keinen Stift. Achtet darauf, keinen Stift in der Hand und dass ordentlich ausgezählt wird und keine Stimmzettel als ungültig gewertet werden oder schlimmstenfalls ungültig gemacht werden. Das ist eigentlich traurig, dass man darauf hinweisen muss. Die zweite Möglichkeit, wenn ausgezählt wird, werden Stapel gemacht. Stimmen CDU, SPD, AfD, FDP. Achtet darauf, dass dieser Stapel nicht auf dem Stapel der CDU landet oder SPD oder sonst bei irgendeiner Splitterpartei. Achtet darauf, dass diese Zettel ordnungsgemäß konsolidiert werden auf den Stapel der AfD. Das ist die zweite Möglichkeit. Und jetzt eins der größten Probleme, die Übertragung. Es gibt einen Wahlvorstand in dem Wahllokal. Wenn das Ergebnis festgestellt worden ist, muss er das telefonisch weitermelden. Es ist eigentlich früher so gewesen, dass die sich dann, das muss leise sein, ich werde hier sonst gestört, in den Nebenraum zurückgezogen hat, schnell übermittelt hat, alle haben ihre Sachen schon zusammengepackt, die Verpflegungspauschale, Aufwandspauschale, die gab es schon. Man will jetzt schnell nach Hause, der Tag war lang. Ergebnisse schnell gemeldet, weg. Nein, hier ist es wichtig. Achtet darauf, dass ihr bei der Übertragung der Ergebnisse dabei seid. Dass diese Ergebnisse übertragen werden, wie sie vorher festgestellt worden ist. Dann ist eure Aufgabe erledigt. Als offizieller Wahlbeobachter der AfD. Dann geht nach Hause. Und dann habt ihr der AfD, der Demokratie und unserem Land einen Riesendienst erwiesen. Deshalb der Aufruf an alle, geht bitte in ein Wahllokal eurer Wahl, 18 Uhr, schaut den Auszähler über die Schulter, wenn ihr da seid, die Anwesenheit reicht eigentlich, dass doppelt und dreifach gründlich gearbeitet wird. Das hat die Erfahrung gezeigt. Eine letzte Sache noch, es gibt auch Briefwahl. Boah, da schauert es mir. Vielleicht hat der eine oder andere es schon gemacht. Ist leider passiert, würde ich nicht machen. Ich würde lieber meine Stimme abgeben, die in die Urne versenken und um 18 Uhr dabei sein, wenn die Urne geöffnet wird, gucken, nachzählen, ein Ergebnis feststellen. Nichtsdestotrotz ist auch die Auszählung der Briefwahlstimmen öffentlich. Macht euch schlau, ganz, ganz wichtig, macht euch schlau beim Kreiswahlleiter, wo diese Auszählung stattfindet. Ich komme aus Essen, bei uns ist das in der Unimensa. Dass da Leute da sind, die auch hier bei dieser Auszählung mitgucken, mit über die Schulter gucken. Da wird in der Regel nicht mit gerechnet und ich persönlich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wenn in einer Unimensa ausgezählt wird. Ich will es nicht weiter kommentieren. Achtet darauf, wer sich engagieren möchte, bitte, bitte auch bei der Briefwahl mit dabei sein, sich erkundigen, wo das ist. Dahin gehen, mit ein paar Leuten Präsenz zeigen, sowas kann Wunder wirken. Und dann sind wir sicher, dass die AfD das Ergebnis bekommt, was sie verdient und was vor allen Dingen den Wählerwillen in diesem Land widerspiegelt. Man hat Angst vor uns. Wir, wie der Martin sagte, vertreiben die Altparteien von den Futtertrögen. Es geht um Macht, Einfluss, Mitarbeiter, Geld, persönliche Befindlichkeiten. Und mit diesem Moloch, mit diesem Filz werden wir als AfD aufräumen. Wir sind der Stachel im Fleisch der Altparteien. Wir sind lange als Rechtspopulisten tituliert und beschimpft worden. Ich komme aus Essen, die größte deutsche regionale Tageszeitung, WAZ, NRZ. Die schreiben immer, wenn die über die AfD was schreiben, ja gut, meistens nichts Positives. Und wenn sie über die AfD schreiben, die Rechtspopulisten, die rechtspopulistische AfD. Ich habe mich da lange drüber geärgert und ich habe auch dem Redakteur gesagt, wieso schreibt ihr immer rechtspopulistisch? Ja, ihr seid doch rechtspopulistisch. Ich sage es inzwischen mit Stolz. Und ja, ich bin ein Rechtspopulist. Und wisst ihr auch warum?
Weil ich, ja, danke, weil ich erstens extrem recht habe, das stimmt. Recht, wo kommt das Wort her? Recht, rechtschaffend, rechtens. Das ist im Gegensatz zu links, linkisch, falsch, der rechte Weg. Der Weg, der für uns alle gut ist. Rechtschaffend. Ich bin rechts, ja, und ich bin Populist. Populist bin ich, weil ich vom Latein, habe ich in der Schule gelernt, Populus ist das Volk, die Bevölkerung. Ich spreche für das Volk, ich will das Volk vertreten. Rechtspopulistisch, rechtschaffend für das Volk, für uns, für uns Wähler, für die nächsten Generationen. Und in der Kürze liegt die Würze. Wir sitzen ja schon alle, haben noch keine Pause gehabt. Die Luft ist nicht die beste. Ich bedanke mich für eure riesige Zustimmung, für diesen ganz herzlichen Applaus, für dieses Begrüßen hier. Und ich sage, lasst uns stolz darauf sein, dass wir Rechtspopulisten sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, wir holen uns am 24.09. unser Land zurück. Glück auf!